Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute sitzt mal wieder der Carlos von den Rohkostlingen an meiner linken Seite. Und letztes Jahr habe ich auf meinem Kanal schon mal ein Video mit dir veröffentlicht. Da ging es um Lebensmittelkombination. Das ist so ein Hauptthema, mit welchem ihr euch jetzt in den letzten Jahren beschäftigt habt. Mhm, genau. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, dem kann ich das auch oben in den Infokarten verlinken. Da gibst du auch schon sehr interessante Informationen im Preis. Mhm. Ihr habt letztes Jahr im Mai einen Lebensmittelkombinationskurs für Anfänger veröffentlicht, der sehr erfolgreich lief, bis heute nach wie vor sehr erfolgreich. Und mit diesem Kurs habt ihr auch vielen Menschen geholfen, sich von verschiedenen Verdauungsproblemen zu heilen, dass sie wirklich eine enorme Besserung erfahren haben. Und es kamen dann aber auch ganz viele Fragen noch auf euch zu. Ja. Und dann habt ihr euch entschieden, einen Lebensmittelkombinationskurs für Fortgeschrittene zu kreieren. Und da habt ihr auch einen ganz tollen Mitstreiter gefunden, einen ganz tollen Referenten, den Bruno Weißbrot von www.isgras.at. Und Bruno lebt in Österreich und hat ihn dann auch mehrmals besucht und ganz viele Videos mit ihm gemacht. Und er hat so ein unglaubliches Wissen über die Lebensmittelkombinationen, über die besten Lebensmittelkombinationen. Und das hat er alles anhand von Selbsterfahrung sich angeeignet. Da ist da wirklich ein ganz, ganz großer Kenner auf dem Gebiet, wie übrigens auch auf dem Gebiet der Wildkräuter. Da lässt er auch ein bisschen was mit einfließen. Auf jeden Fall. In eurem Kurs. Und mit Carlos möchte ich heute über diesen fortgeschrittenen Kurs oder beziehungsweise überhaupt darüber sprechen, warum Lebensmittelkombination so wichtig ist, warum dieses Thema so wichtig ist, warum es immer mehr den Menschen zugänglich gemacht werden sollte und wie man damit einfach auch die Gesundheit verbessern kann. Sehr gerne. Ja. Können wir gerne mal so besprechen. Und bevor Carlos zu Wort kommt, möchte ich selber noch kurz was zu meinen Erfahrungen erzählen. Ich habe ja 2000 war das, habe ich das erste Mal mit Rohkost experimentiert und habe damals sehr einfach gegessen. Also Obst, so viel Monomahlzeiten, sehr schlichte Kombinationen, sehr einfach. Damals gab es auch noch gar nicht so viele Lebensmittel in Rohkostqualität, weder Nüsse noch Trockenfrüchte noch was es heute alles so gibt. Und vor allem, es gab gar nicht so viele Rezepte, die man auch als Gourmet-Rohkost bezeichnet, wo wirklich viele Lebensmittel zusammengemischt werden, was auch sehr manchmal sehr fettlastig ist. Und vor über 6 Jahren habe ich wieder meine Ernährung auf Rohkost umgestellt und auf einmal gab es diese ganzen Lebensmittel und diese ganzen tollen Rezepte. Pizza und Tiramisu und Kuchen und Sahnetorten und alles, was man sich wünschen konnte, konnte man irgendwie in Rohkostqualität zubereiten. Und da habe ich natürlich auch viel experimentiert und es war natürlich eine sehr gemischte Rohkost. Und ihr würdet wahrscheinlich auch sagen, dass die meisten Kombinationen aus dieser Gourmet-Rohkost sind sehr ungünstige Kombinationen oder Kombinationen, die man nicht so oft essen sollte. Kann man mal machen, aber sollte nicht regelmäßig der Fall sein. Und jetzt in den letzten 6 Jahren bin ich immer mehr dazu hingekommen, sehr einfach zu essen, sehr bewusst zu essen, auch auf Lebensmittelkombinationen zu achten. Und wir haben uns ja auch schon ganz oft darüber ausgetauscht und es ist einfach so ein wichtiges Thema, wenn man auch seine Darmflora wieder regenerieren will. Genau. Also wie sie schon einleitend erzählt hat, beschäftigen wir uns jetzt schon seit 5 oder 6 Jahren mit dem Thema Rohkost und die letzten 3, 4 Jahre mit dem Thema Lebensmittelkombination. Und wir sind da mehr oder weniger auch darauf gestoßen worden durch eigene Erfahrungen, durch Probleme, die wir eben mit der Gourmet-Rohkost hatten und dass wir eben Bauchschmerzen hatten und Blähungen und wir uns trotzdem gefragt haben oder immer wieder gefragt haben, wir essen jetzt schon so gesund, so rohköstlich und biologisch hochwertig und trotzdem immer wieder diese Darmprobleme und woher kommt das? Und aus einigen Recherchen sind dann halt so die ersten Themen oder die erste Konfrontation mit Lebensmittelkombinationen entdeckt worden. Also es gibt da schon, gab schon Ansätze, einfache Varianten gibt es in dieser Form schon, aber es gibt halt keine konkreten Vorgaben, wie man eben Lebensmittelkombinationen umsetzt, wie man sie in den Tagesablauf integriert, vor allem warum denn das überhaupt so ein Thema ist, diese Kombination, warum sich denn überhaupt das Vermischen von Lebensmitteln so negativ auf die Darmflora, auf das Wohlbefinden auswirken kann. Und dem sind wir einfach mal nachgegangen, um herauszufinden, an was das liegt, weil wir eben auch sehr viele Zuschriften bekommen haben von unseren Followern und von unseren Abonnenten, die dann immer wieder gefragt haben, mir geht es so schlecht, der Rohkost, ich vertrage verschiedene Lebensmittel nicht oder ich habe Hautprobleme oder ich sehe immer verquollen aus oder ich habe Bauchschmerzen oder Sodbrennen und immer wieder dieses Thema kam auf
Und immer wieder bei der Nachfrage eben, na, wie isst denn du so? Und dann kamen eben diese verschiedensten Essgewohnheiten, die wir uns dann auch angeschaut haben. Also Leute haben sehr detailliert eben auch geschrieben, was sie da alles essen. Und immer wieder kam halt dann so dieses Frühstücksmüsli, dieses ganz beliebte Frühstücksmüsli mit viel Körnern. Und da ist dann meistens alles drin mit Nüssen und frischem Obst und dann vielleicht noch eine Biomilch, eine Vollmilch. Und dann eben auch die Körner und die Cornflakes und alles, was da eben so drin ist. Weil alles sehr hochwertige Lebensmittel. Und trotzdem geht es den Menschen dann damit im Laufe des Tages schlecht. Und dann kommen dann eben Obst danach und dann noch zwischendurch irgendwelche anderen Süßigkeiten und dann wieder Sojaprodukte. Und diese Menge an verschiedenen Lebensmitteln, die man eben im Laufe des Tages isst, ist uns aufgefallen. Und vor allem auch dieses wahllose Durcheinander ist uns aufgefallen. Und da sind wir dann eben noch mal drauf eingegangen, eben mit unserem Kurs, mit dem ersten Kurs für Anfänger, mit dem wir erstmal diese grundlegenden Informationen aufgeräumt haben, dass eben Lebensmittel zum Beispiel unterschiedliche Verdauungsgeschwindigkeiten haben. Ja, also das ist ein Fakt, den kennt jeder. Jeder weiß, wenn ich eine Melone gegessen habe, dann dauert das ungefähr eine halbe Stunde, dann habe ich wieder Hunger. Ja, weil einfach die Melone ist sehr schnell durchverdaut und dann ist eben der Magen wieder leer, dann kommt das erste Hungergefühl wieder. Und wenn ich in 3-4 Brote esse mit Wurst drauf und Käse und dann liegen die mir durchaus 3-4 Stunden im Magen, dann brauche ich da noch erstmal nichts mehr essen, weil dann bin ich erstmal gesättigt. Ne? Das ist jedem bekannt, aber das Ganze in Verbindung zu bringen mit der täglichen Ernährung, das wird irgendwie momentan noch nicht durchgeführt. Also das heißt, viele Menschen essen eben das Frühstücksmüsli und essen danach eben Obst zum Beispiel. Und dann hat man eben den Effekt, dass dieses Müsli zwar vielleicht im Darm verdaut es noch 2, 3, 4 Stunden, je nachdem wie groß die Menge ist, und dass dann eben das Obst hinterherkommt und das Obst sich aber dann trotzdem mit den Getreideprodukten im Darm trifft, und an diesen Kontaktpunkten entstehen dann auch immer wieder Mischungsverhältnisse, die dann eben in dem Fall zur Alkoholproduktion führen. Das heißt, wenn man eben Früchte und Getreide zum Beispiel zusammen isst und nacheinander isst, dann gibt es eben eine sogenannte Alkoholproduktion von Fuselalkohole, die dann wiederum die Leber belasten und die uns dann wiederum schneller altern lassen. Also man vergiftet sich trotzdem, trotz gesunder Lebensmittel, kann es dann zu solchen giftigen Mischungen kommen. Und das Thema hat uns also nicht losgelassen und dann haben wir eben gemerkt, es gibt verschiedenste Lebensmittel, die eben unterschiedlich verdaut werden. Wir mussten ganz kurz schneiden, Akku von der Kamera war leer, aber jetzt sind wir wieder hier. Es ging gerade um die Vermischung eben im Magen, im Darm von Lebensmitteln, die dann dazu führen, dass wir eben biologisch hochwertige Lebensmittel doch einen Schaden anrichten können. Und dem sind wir eben nachgegangen und haben daraus eben diesen Kurs für Fortgeschrittene jetzt erstellt. Zusammen mit Bruno Weißbrot, und das war wirklich ein riesen Glücksfall, also so wie das Leben eben so spielt, haben wir uns vor 3 oder 4 Jahren kennengelernt und haben uns dann eben auch etwas ausgetauscht. Und ich habe gemerkt, okay, er ist auch mit dem Thema Lebensmittelkombination involviert, kennt sich da aus. Da hat sich dann eben so eine Synergie ergeben. Wir sind gut im Online-Marketing, kennen uns mit der Technik gut aus. Bruno ist ein absoluter Koryphäe, was die Lebensmittelkombination betrifft. Hat schon seit 30 Jahren Ernährungserfahrung, über 20 Jahre mit Kombination. Hat da ein riesen Wissen angesammelt und das haben wir eben jetzt aufgearbeitet und daraus eben einen Kurs gemacht. Und dieser Kurs ist das größte und umfangreichste Wissens. Die größte und umfangreichste Wissenssammlung, die es in diesem Gebiet bislang gibt. Also es gibt das Hippocrates Health Institute in Florida. Und ich kenne auch Leute, die dort mit diesem Institut gelernt haben, wie Lebensmittelkombination Food Combining eben funktioniert. Und die haben gesagt, dass das, was ihr auf die Beine gestellt habt, hat es so noch nie gegeben. Und darauf sind wir auch sehr stolz und haben auch jetzt schon das erste Feedback eben bekommen von den ersten Teilnehmern, die da echt total zufrieden sind und happy, dass wir das eben gemacht haben. Und ich habe auch sicher was mitgebracht und das ist auch so der Kern dieses Kurses. Und zwar ist es ein großes Plakat. Und auf diesem Plakat sind, ich hoffe, man sieht das so ein bisschen, also das gibt es dann zu jedem Kurs dazu. Und hier diese Wissenssammlung beinhaltet halt alle Lebensmittelgruppen, also es sind alle Lebensmittel drin, die sind hier in Spalten aufgezeichnet. Hier oben kann man eben ein kleines Bildchen sehen. Und hier runter zu sieht man dann alle Lebensmittelkombinationen dieser einzelnen Gruppen zueinander. Also da gibt es jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt hier diese süßen Früchte sich anschaut, hier sind süße Früchte aufgelistet. Und wenn man jetzt wissen möchte, wie funktionieren die jetzt zum Beispiel mit Fleisch, ne? Es gibt ja zum Beispiel dieses typische Kompott zum Mittagstisch, gibt es ein typisches Kompott. Und da kann man sich jetzt angucken, okay, süße Früchte, guckt man sich mal an,
mit Proteinen, ja, die sind jetzt hier an der Seite noch aufgelistet. Und hier seht ihr dann ein deutliches X drin, ein rotes X. Ich hoffe, ich halte es mal so ein bisschen in die Kamera herein. Genau, hier sieht man also dann dieses Ampelsystem. Und damit ist es eben jetzt das erste Mal möglich, innerhalb von Sekunden ganz schnell zu sehen, okay, ich habe eine Gurke, ich möchte mit Melone zusammen kombinieren, ist das okay oder ist das nicht okay? Und das ist ein Teil dieses Kurses, den wir eben erstellt haben. Und dieses Kernstück ermöglicht es halt jetzt einfach sehr schnell rauszufinden, ob eben eine Kombination einem gut tut oder ob es, wie du vorhin schon gesagt hast, eine mäßige Kombination ist, die von der Wirkung her nicht ganz optimal ist für den Darm, die man aber trotzdem gelegentlich mal essen kann. Also zum Beispiel die Energiekugeln mit süßen Früchten und einem kleinen Anteil Fett drin sind eben nach der Tabelle und nach dem Wissen, was wir eben jetzt aufgearbeitet haben, mäßig kombiniert. Die sind dann ja gelb dargestellt. Und das sind dann Kombinationen, die kann man gelegentlich essen, aber wenn man die dauerhaft essen würde, würde es dann eben doch zu Verdauungsproblemen kommen und sich dann doch negativ auswirken. Genau. Und das ist unsere Arbeit gewesen in den letzten 2-3 Jahren, also wir sitzen auch jetzt noch aktuell dran, das Ganze zu verbessern und zu optimieren. Aber es ist auf jeden Fall hilfreich und wir haben vor allem jetzt mit der ersten Teilnehmergruppe dieser ersten Live-Challenge, die wir jetzt durchgeführt haben, schon Feedback von Teilnehmern bekommen, dass die erste Teilnehmerin ihre Neurodermitis damit geheilt hat. Also in Zusammenhang mit unserem Anfängerkurs, jetzt der fortgeschrittenen Kurs, ist das Mädel Neurodermitis losgeworden. Und das ist natürlich ein wunderbares Erlebnis, wenn man sowas dann zurückbekommt als Feedback und dann das Strahlen von diesen Menschen sieht, die dann sagen, ich bin schmerzfrei, ich sehe doch gut aus, ich habe keine roten Flecken mehr, ich muss kein Cortison mehr nehmen. Und da haben wir uns natürlich riesig auch gefreut über so ein Feedback. Es sind noch mehr Feedbacks, die dort gekommen sind, über dass ihnen einfach besser geht, dass sie wieder wacher sind, dass verschiedene Probleme, Verdauungsprobleme weggehen und so weiter. Also das sind alles Details. Aber das ist eben schon mal ein tolles Erlebnis. Das hört sich wirklich hervorragend an. Also wirklich eine ganz tolle Arbeit, die ihr da geleistet habt. Und könnt ihr mal so eine gängige Kombination, was viele Menschen essen, sind zum Beispiel ganz klassisch Nudeln, Tomatensauce und Käse oder ein Käsebrot. Ja. Das ist ja so Stärke, also stärkehaltige Körner zum Beispiel und Eiweiß. Ja. Und das ist ja, wir können ja mal hier nachgucken mit dieser tollen Tabelle, weil das ja wirklich auch eine Kombination ist, die viele Menschen essen. Also Nudeln oder ein Käsebrot oder auch ein Wurstbrot. Das ist ja sowas, was die Menschen oft essen, eine Kombination mit stärkehaltigen Körnern und Eiweiß. Wenn wir da einfach mal hier so gucken, Eiweiß und die stärkehaltigen Körner, wo sind die? Die sind hier. Hier, zack, 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 zack. Da ist nämlich ein rotes Kreuz drin und das heißt schlechte Kombination. Und wenn die Menschen über Jahre, Jahrzehnte zum Teil regelmäßig, fast täglich schlecht kombinierte Lebensmittel essen, brauchen wir uns gar nicht zu wundern, dass es viele chronische Krankheiten, viele Verdauungsbeschwerden gibt, Neurodermitis, was du gesagt hast. Also das kann sich ja auf unterschiedlichste Weise auswirken. Wir Menschen sind ja auch nicht alle gleich. Kommt ja jetzt nicht jeder Neurodermitis oder eine andere Krankheit. Es kann auch manche über eine Migräne bekommen, Kopfschmerzen bekommen. Also das äußert sich da wirklich ganz verschieden und so eine Tabelle ist wirklich sehr hilfreich. Ich habe die jetzt bei mir in der Küche hängen und jedes Mal, wenn ich für meine Jungs etwas zubereite, dann schaue ich wirklich jetzt in die Tabelle und eine schlechte Kombination war jetzt bis jetzt noch nicht dabei. Wir hatten jetzt, weil du die Energiebällchen angesprochen hast, wirklich dann auch mal eine mäßige Kombination. Ich hatte letztes Mal wieder Energiebällchen gemacht und es ist wirklich sehr schön, so eine richtig schöne übersichtliche Tabelle und ihr habt da wirklich, was ich auch gut finde, ihr habt euch jetzt nicht nur auf vegan, obwohl ihr euch vorwiegend von vegan ernährt und von Rohkost. Also ihr habt jetzt die tierischen Lebensmittel oder die gekochte Lebensmittel nicht ausgegrenzt. Das ist wirklich für jeden geeignet. Genau. Jede, also egal welche Ernährungsform. Ja. Also auch für Rohköstler ist es interessant, auch für mich. Auch wenn ich jetzt gerade die schleimfreie Heilkost praktiziere, aber gerade auch innerhalb, jetzt so grünes Blattgemüse ist ja eigentlich eine super Lebensmittelkombination, weil die passt ja zu allem. Ja. Grünes Blattgemüse sollte eigentlich bei jeder Mahlzeit dabei sein, das passt wirklich zu allem. Und dann ist es aber auch interessant, was viele ja nicht wissen, auch beim Obst gibt es Unterschiede. Es ist auch nicht so förderlich, Obst wahlweise durcheinander zu essen. Aber ihr habt das auch jetzt hier geteilt, Melone, glaube ich, habt ihr extra. Genau, es gibt Melone, es gibt süße Früchte, es gibt Beeren, es gibt Zitrusfrüchte. Und man merkt schon, innerhalb des Obstes gibt es auch Unterschiede. Da gibt es Früchte, die ganz schnell durchgehen, also sehr wasserhaltige Früchte generell. Die
gehen also auch Gemüse, Früchte, Gurken, Tomaten, das geht relativ schnell durch. Also süße Früchte brauchen dann auch länger, Datteln, Feigen, Bananen. Ne? Nicht nur die Verdauungsgeschwindigkeit ist ein wichtiger Punkt, weil du hattest das vorhin schon angesprochen mit diesen chronischen Krankheiten. Das Gefährliche an der Lebensmittelkombination ist das, dass wir an sich wir sollen uns ja basisch ernähren. Das ist ja unser, oder zumindest sollten wir das Gleichgewicht halten, dass wir nicht zu sauer sind, dass wir auch nicht zu basisch sind. Alles beides ist grenzwertig. Und unsere Ernährung sollte so aufgebaut sein, dass sie eben dieses Gleichgewicht hält. Und jetzt sind eben viele dran und sagen, okay, ich muss mich basisch ernähren, jetzt hole ich mir sehr viele basische Lebensmittel und baue die dann ein. Wissen aber eben nicht, dass diese Lebensmittel in der Kombination mit einer sauer verstoffwechselnden Lebensmittelgruppe oder mit sauer verstoffwechselnden Lebensmitteln dann insgesamt sauer verstoffwechseln. Also zum Beispiel diese Kombination Proteine und Stärke, das ist eine ganz typische sauer verstoffwechselnde Lebensmittelkombination. Und es kann eben sogar passieren, dass man Lebensmittel, die sonst generell basisch wirken, alleine mit einem oder mit zwei sauer wirkenden Lebensmitteln dann zu einer kompletten sauren Mahlzeit macht. Und dann sind diese positiv wirkenden Lebensmittel, die eigentlich basisch wirken, dann doch wieder sauer wirken. Und dann hat man wieder diese Säurebildung, die den Körper eben auslaugt und dann eben auch Mineralstoffe entziehen. Des Weiteren kommt dazu, dass diese Lebensmittel oftmals eine Eiweißverzuckerung eben zur Folge haben. Und das passiert vor allem bei Stärke und bei Zucker in Verbindung mit Eiweiß. Und da braucht man einfach nur durchgucken, wo das überall auftaucht, diese Verbindung. Also stärkehaltige Lebensmittel haben ja eine langkettigen Kohlenhydrate und die zuckerhaltigen sind ja sehr kurzkettige Kohlenhydrate und die verstoffwechseln sehr schnell. Und in Verbindung mit Eiweiß kommt es dann eben sehr oft zur Eiweißverzuckerung und dann entstehen diese sogenannten Maillard-Moleküle. Die kann man auch bei Wikipedia nachlesen, was dann eben passiert. Und diese Maillard-Moleküle, die sind schwerst abbaubar für den Organismus, die lagern sich überall eben auch im Körper ein, sind unter anderem sogar für Sonnenbrand verantwortlich. Also ich habe auch bei Bruno gelernt, dass sich diese Maillard-Moleküle unter der Haut einlagern und wenn die dort eben drin sind, dann reagieren die mit der Sonne und führen zu Verbrennungen. Und Menschen, die eben eine gute Kombination wählen und die diese Maillard-Moleküle nur sehr wenig in sich haben, die verbrennen auch nicht so schnell. Ja, also auch da gibt es ganz verrückte Zusammenhänge. Des Weiteren führen diese übersäuernden Lebensmittel oder diese Gerichte natürlich auch zur schnellen Alterung. Das heißt, der frühzeitige Verfall ist damit wesentlich betroffen. Also das heißt, wenn man eine richtige Kombination wählt und seine Lebensmittel eben auch in der Reihenfolge her gut wählt, dann kommt es eben ganz schnell dazu, dass man eben auch einen Verjüngungseffekt hat. Also muss nicht immer nur so sein, dass man eben immer alter wird, sondern Bruno hat sogar berichtet, dass er sogar schon Verjüngungsfälle richtig sehen kann. Also er selbst ist ja auch ein blühendes Beispiel dafür, wie man mit Ende 40 ausschauen kann. Und das ist ein durchtrainierter Kerl, der eben noch richtig gut aussieht für sein Alter und der lebt das Ganze. Ne? Und das ist eben, bei ihm kann man sich das direkt anschauen. Ne? Also es gibt ja wirklich sehr viele, sehr wichtige Zusammenhänge, die man einfach verstehen muss und die dann eben auch nicht allein aus dieser Tabelle herauslesbar sind. Also viele fragen dann, oh, kann ich die Tabelle einzeln haben? Natürlich, wir könnten jetzt diese Tabelle einzeln rausgeben, dann haben die alle diese Tabelle in der Küche hängen und sagen, okay, jetzt habe ich gut kombinierte Lebensmittel, ne? Ich mache mir eine gute Kombination. Was aber eben fehlt, und das können wir eben in der Tabelle nicht darstellen, ist zum Beispiel, was passiert denn, wenn Pflanzen zum Beispiel gekocht sind? Oder was passiert, wenn Sprossen in unterschiedliche Stadien reichen? Oder was passiert mit der Reihenfolge? Oder wie ist das, wenn Nüsse eingeweicht sind oder nicht eingeweicht sind? Das würde den Rahmen in der Tabelle völlig sprengen. Und deswegen haben wir eben einen Kurs erstellt, der in Zusammenarbeit eben mit Bruno sehr detailliert in diese Lebensmittel reingeht und dann wirklich mal schaut, was passiert denn jetzt mit einer Sojapflanze? Ist eine Sojapflanze wirklich geeignet für den Organismus oder nicht? Und womit kann ich sie denn kombinieren? Oder welche Synergien ergeben sich denn, wenn ich Lebensmittel miteinander kombiniere? Zum Beispiel ist generell gesagt, man sollte kein Obst mit Fleisch zusammen essen. Stimmt. Wobei die Kombination zum Beispiel mit Zitrone und Fleisch ist wieder förderlich. Wieso? Weil eben Zitrone, die Säure von Zitrone und auch weniger Zucker in der Zitrone, die Verdauung von Fleisch fördert. Das kennen viele, denn man kriegt so eine Zitrone zum Fisch dazu. Die meisten denken, es ist nur Deko. Nee, die hat wirklich Wirkung. Ne? Also man isst sie eben zum Vorverdauen. Das gleiche passiert mit Preiselbeeren. Wenn man richtige Preiselbeeren nimmt, also diese richtig säurehaltigen Preiselbeeren, die man zum Fleisch dazu isst, dann ist das Ganze gibt es eine Synergie und hilft bei der Fleischverdauung. Wenn man aber diese süßen Preiselbeeren aus dem Einwegglas mit viel Zucker zusammen isst, mit Fleisch, dann kommt es wiederum zur Eiweißverzuckerung. Und das sind alles so Details, die man eben wissen muss und die eben hier nicht darstellbar sind. Und deswegen kann man hier zwar schon sehr viel richtig machen,
aber trotzdem noch lange nicht alles wissen. Und deswegen gibt es eben diesen Kurs dazu mit den Videos und vor allem auch ganz wichtig, ganz viele Rezepte. Ja, also wir haben jetzt schon über 120 Rezepte zusammengesammelt, gut kombiniert für den gesamten Tagesablauf. Und das ist ein wahrer Schatz. Also mit dem kann man sich jetzt wirklich gut kombiniert ernähren und hat eben wirklich tolle Alternativen. Genau, und ihr hattet hier so ein Rezept gemacht, das war irgendwie so ein Leberwurstersatz aus Auberginen. Ja. Und mein Ältester, der Simon, der war ganz begeistert davon, hat euch ein bisschen mit das Glas geleert. Ne? Ja, ja, genau. Da habe ich dann jetzt auch mit der Biokiste Auberginen bestellt. Mhm. Da sind noch, ich glaube, Sonnenblumenkerne drin, getrocknete Tomaten und ein bisschen Gewürze. Also ein sehr, sehr tolles Rezept. Mhm. Also das werde ich mir auch für alle Fälle mal angucken. Und da werde ich bestimmt auch mal für meine Jungs ein bisschen was nachmachen. Was ich noch erwähnen wollte zum Sonnenbrand, das ist mir dieses Jahr ganz deutlich aufgefallen. Wir waren jetzt im Sommer in Sizilien, es ist natürlich sehr heiß, sehr viel Sonne. Und ich habe ja den ganzen Juli praktisch mich also mono ernährt, also fast nur mono, sehr, sehr, sehr gute Kombination, wenn es welche gab. Und ich habe nicht ein einziges Mal, rote Haut. Ich bin richtig braun geworden. Ich war mehrere Stunden am Tag in der Sonne, am Strand überhaupt. Weil man wechselt, ich bin nicht so lange in der Sonne, ich gehe dann auch immer mal ins Wasser, also kühlt die Haut ab, aber nicht einen einzigen Sonnenbrand. Also da kann ich das wirklich bestätigen. Während ich früher, wo ich noch nicht so gut kombiniert hatte, beziehungsweise wenn auch viele Nüsse dabei waren, ungünstig kombiniert oder viele mäßige Kombinationen, da hatte ich zum Beispiel auch manchmal eine rote Nase. Also ich hatte nie dollen Sonnenbrand, aber dieses Jahr gar nicht, nicht ein einziges Mal. Also ja, super. Das schiebe ich auch auf die Ernährung. Ja. Ne? Nochmal. Ja. Ich hatte vorher noch gefastet, nochmal den Körper ein bisschen gereinigt. Und dann nur mono gegessen, viel wasserhaltig auch gegessen. Also wenn die Zusammenhänge erstmal klar sind, dann sieht man es eben auch überall. Und man sieht vor allem, wenn man durchs Kaufhaus geht, das in, oder durch ein Restaurant, also Restaurant, Kaufhaus, Fertignahrung, überall sieht man eben diese schlechten Kombinationen. Und wenn man es weiß, dann ist man schon gar nicht mal gewillt, das eben zu kaufen, weil man genau weiß, was man sich dann damit auch antut. Und das ist eben auch für uns wirklich eine Riesenhilfe, eben auch alleine diese Tabelle aufzubauen und zu sehen, also wenn man das Ganze erstmal das erste Mal so bildlich vor Augen hat und dann weiß, okay, in der und der Konstellation sollte man Dinge wirklich nicht zusammen essen, dann fühlt man es eben auch. Also es ist nicht, das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, möchte ich sagen, ne? Weil man kann natürlich sagen, es ist schön, das jetzt ablesen und gucken, aber das Wichtigste, was wir fördern, ist, dass der menschliche Organismus sich wieder daran erinnert, welche Lebensmittel denn gut für ihn sind und nicht, dass man eben auch die Auswirkungen spürt. Und das ist eben auch ein Punkt, den viele überhaupt nicht mehr wissen. Wie fühlt sich denn das an, wenn ich eine schlechte Kombination gegessen habe? Und dazu möchte ich sagen, die Müdigkeit nach dem Essen ist ein ganz typisches Zeichen eben dafür, dass man eine falsche Kombination gewählt hat. Weil du wirst es sicherlich bestätigen können, wenn man eine richtige Mahlzeit nimmt, die gut kombiniert ist, dann macht die wach. Und man fühlt sich gut danach, also wenn man nicht jetzt wahnsinnig viel davon gegessen hat. Wenn es zu viel ist, dann natürlich auch. Aber eine gute Kombination wirkt sich immer positiv aus. Man fühlt sich gut dabei, man ist wach, man fühlt sich fit. Und eine schlechte Kombination führt immer zu Ermüdung oder eben auch zu schlechten Aussehen, zu schlechter Haut, zu Tränensäcken, zu roten Augen. Es sind ganz viele Themen, die eben damit einhergehen. Und man sieht den Menschen einfach an, die sich gut kombiniert ernähren oder die eben sich schon mal rohköstlich ernähren oder die dann sogar noch die Lebensmittelkombination mit einbinden, die haben eine ganz andere Ausstrahlung. Man sieht es den Leuten an, also es ist unglaublich. Also wenn man Bruno mal gesehen hat, dann weiß man, wovon ich spreche. Na? Und deswegen ist es wirklich eine sehr vielseitige Thematik hier. Wir hatten es gerade auch mit den Krankheiten in die kurzzeitigen Auswirkungen. Die kurzzeitigen Auswirkungen von Lebensmittelkombinationen sind eben die, die ich gerade genannt habe. Die langfristigen Auswirkungen von falschen Lebensmittelkombinationen sind eben Übersäuerungskrankheiten. Das sind also das Abstumpfen von Sinnesorganen zum Beispiel. Das kann Haarausfall sein, das kann schlechte Haut sein, das können Entzündungskrankheiten, selbst bis hin zu Darmkrebs habe ich selbst von Ärzten gelesen, die auch über Kombinationen von eben Eiweiß und Früchten gesprochen haben. Und dort kommt es eben zur Bildung von karzinogenen Stoffen im Darm, die dann wiederum zu Darmkrebs, Dickdarmkrebs und so weiter führen kann. Diabetes ist ein ganz großes Thema, was eben damit zusammenhängt. Autoimmunerkrankungen, die Allergie, die ganze Allergiethematik ist sehr groß, weil es eben gerade durch diese Kombination teilweise auch zu unverdauten Lebensmitteln kommt, die eben dann in den Darm gelangen und dann dort nicht einfach weiter durchwandern, sondern die verfaulen, die verwesen dort. Und diese Verwesungsgifte, die natürlich dann im Darm entstehen, die schädigen den Darm und fangen dann an, zur Entzündungsneigung zu treiben und eben dann dieses Leaky Gut Syndrom auch zu
zu unterstützen. Und damit, durch dieses Leaky Gut-Syndrom, kommen eben auch unverdaute Eiweiße ins Blut. Und wenn unverdaute tierische Eiweiße im Blut sind, dann reagiert unser Organismus mit Allergen darauf. Das ist im schlimmsten Fall. Und deswegen kommt es eben auch bei vielen Menschen auch im ersten Lauf der Zeit zu allergischen Reaktionen. Die sind mit jungen Jahren gesund. Und nach einiger Zeit, wenn man den eben immer wieder falsch kombiniert, kommt es dann zu Allergien, wo man sich fragt, wo kommen die auf einmal her? Und das ist eben ein ganz wichtiges Indiz dazu, eben auch hier gut zu kombinieren, damit die Lebensmittel völlig verdaut in den Dünndarm gelangen und nicht unverdaut. Das Interessante ist ja auch, dass manche Menschen meinen, sie vertragen kein Obst. Und wenn man danach fragt, wie äußert sich das? Naja, ich esse es als Nachtisch und danach bekommt es mir nicht so gut. Genau. Also ich esse einen Apfel, eine Orange nach dem Fleisch und da wissen wir jetzt, es liegt nicht am Obst, ne? Wenn man das immer auf nüchternen Magen isst und auch, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Orange oder eine Melone mit einer Banane zusammen isst oder als Obstsalat, dann kann man Obst eigentlich sehr gut verdauen. Auch schön, dass du das gerade nochmal gesagt hast, fällt mir gerade noch ein, viele Menschen haben auch mit Parasitenbefall zu tun. Also eine ungünstige Kombination führt ja meist zu Übersäuerung und ein saures Milieu ist immer ein guter Platz für Parasiten. Und sehr viele Menschen, die eben sich falsch kombinieren, haben eben auch Probleme mit Parasitenbefall. Ich will jetzt nichts Generelles gegen Parasiten sagen, wir brauchen eine gewisse Symbiose mit ihnen, weil sie eben auch Arbeit für uns tun. Aber ein übermäßiger Befall von Pilzen zum Beispiel, Candidaspilz oder auch andere Parasiten, die in uns wohnen, die hängen natürlich sehr eng damit zusammen mit der falschen Kombination. Und wenn man sich gut kombiniert ernährt, dann hat man eben auch eine sehr gute Voraussetzung, Parasiten im Zaum zu halten und zu sagen, okay, ich lebe mit ihnen in Symbiose. Und vor allem fördert eben auch die Darmflora, die dann wiederum auch für den Mensch geeignet sich dann aufbauen kann und nicht dauerhaft und ständig mit Verwesungsgiften und Alkohol eben wieder kaputt gemacht wird. Und das habe ich auch bei Bruno gelernt, dass eben dieses Binom, dieses Anzahl an Bakterien im Darm, also es gibt ja ein Binom von 1 bis 5, und 5 ist wohl das höchste, und seine Frau Hanna hat ein sehr gutes Binom, also die kann alles sehr gut verdauen, weil sie sich eben schon sehr lange auch so ernährt. Und sie hat eben eine sehr gute Verwertung von Lebensmitteln. Und das ist eben auch ein Thema, umso besser man kombiniert, umso besser ist die Darmflora. Ne? Umso mehr fördert man eben auch das Wachstum der Darmflora, fördert die richtigen Bakterienstämme und entsprechend kann man natürlich auch viel, viel mehr Nährstoffe aufnehmen. Es ist gut gegen Übergewicht, gegen Untergewicht, gegen Frieren. Also es sind so viele Themen, die damit auf einmal erschlagen werden. Ne? Nur wenn man sich dieses Konzept ein kleines bisschen annimmt und eben auch Entzündungen im Körper, ja, natürlich. Auch Sonnenbrand, wie gesagt, hatten wir ja schon. Also da kann so viel dabei passieren. Und gut, dass du nochmal das mit den Parasiten angesprochen hattest. Ich habe ja auch letztes Jahr eine Parasitenkur gemacht, habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Und bei mir hat man in der Hydrokolontherapie auch welche gesehen, aber ich hatte ja nie Beschwerden. Aber natürlich durch eine Hydrokolontherapie werden halt manche rausgespült. Aber ich denke auch, dass ich ja schon auch länger mich jetzt so mit einfacher esse, auch viel Mono esse und ein bisschen auf die Kombination achte. Wir hatten uns auch schon länger darüber unterhalten. Und deswegen hatte ich jetzt nicht so massive Symptome, aber mir ist auch aufgefallen, gerade Menschen, die so mit dem Parasitenthema konfrontiert werden, die hören dazu irgendwas und denken, oh, ich habe Blähungen, ich habe dies und das, Verdauungsgeschichten, ich habe Parasiten, das kann natürlich sein, aber es wäre, das habt ihr mir ja auch das Feedback gegeben, dass viele Menschen nach eurem Einsteigerkurs gesagt haben, oh, die Blähungen sind weg, die Verdauung läuft besser und dann haben die sich ein bisschen intensiver dann damit auseinandergesetzt, haben ein bisschen ihre Ernährungsweise geändert und auf einmal, siehe da, lief die Verdauung besser. Und wenn die Menschen dann auch, sag mal, bei diesen guten Kombinationen bleiben, dann harmonisiert das von selber der Körper. Ja. Man muss jetzt keine radikalen Kuren machen oder, ja, also man kann es einfach mit gut kombinierten Lebensmitteln und einem generell gesunden Lebensstil, da gehört ja auch ein bisschen mehr dazu, da kann man wirklich seinen Körper wieder in Harmonie bringen. Was Silke gerade sagt, das ist eben auch für viele wichtig, weil diese Radikalumstellung zum Beispiel auf vegan oder auf Rohkost, die schaffen die wenigsten und das ist auch überhaupt nicht sinnvoll, weil das dauert einfach seine Zeit, bis sich der Organismus an so eine Ernährung gewöhnt hat. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Aber mit diesem Konzept ist es eben möglich, egal welche Ernährungsform das ist, egal was man isst, egal wo man steht, wie viel man isst, egal was man tut, man kann anfangen, dass genau die gleichen Lebensmittel, die man schon isst, einfach in einer anderen Reihenfolge zu essen im Laufe des Tages und vielleicht seine Rezepte anders zu kombinieren, eben vielleicht mal Dinge weglassen und woanders hinzufügen. Und schon ergibt sich ein völlig anderes Bild im Darm und ein völlig anderes Lebensgefühl, eine völlig andere Verdauung. Und mit diesem ersten Schritt, eben die hin zur Genesung, verändert sich das komplette Lebensgefühl. Zum Beispiel werden dann Süchte mit der Zeit lassen nach, weil eben auch
gerade Parasiten hängen auch sehr eng mit Süchten zusammen, die dann eben ihr Nahrungsmittel fordern, wie zum Beispiel Zucker, ne? Da meldet sich ja auch immer, dann müssen die Leute Zucker essen, wo sie es eigentlich gar nicht brauchen, ist eben so ein Suchtmechanismus, der durch Parasiten zum Beispiel entsteht. Und wenn man eben diese Parasiten mit der Zeit immer kleiner macht, diese Stämme, dann geht auch dieses Suchtgefühl weg. Und dann hat man eben plötzlich ein ganz anderes Lebensgefühl, wo man praktisch dasselbe ist und trotzdem was anderes macht. Und das ist eben genau der Riesenvorteil. Natürlich macht es Sinn, dauerhaft vielleicht doch auf die Fleischmenge zu reduzieren und vielleicht auch Weizenprodukte ein Stück einzuschränken, weil die natürlich wieder andere Wirkung haben. Aber prinzipiell ist es eben ein super Einstieg, genau das zu tun. Und vielleicht am Ende noch dazu, wir haben jetzt im August hatten wir die erste Live-Challenge zu unserem Kurs. Der ist jetzt am 28.08. ist jetzt dieser Kurs eben abgelaufen. Wir sind jetzt gerade dabei, eben sehr viele Fragen noch aufzuarbeiten und sind bis Ende September jetzt in der Aufarbeitung dieser ganzen Fragen. Also es sind jetzt, gibt noch sehr viele Features dazu und die möchte ich an der Stelle kurz aufzählen, weil wir sind momentan in einer Phase, wo jeder, der jetzt dieses Video noch sieht und kann bis Ende September diesen Kurs noch zum Einführungspreis von 299 Euro bekommen. Das heißt, der ist jetzt noch so günstig, weil wir noch nicht alles inkludiert haben, was wir jetzt noch gerade in Arbeit haben. Und da ist eben unter anderem dabei, dadurch, dass wir so sehr viele Fragen bekommen haben, haben wir jetzt einen FAQ-Bereich, wo wir ganz viele individuelle Fragen beantworten können. Es wird ein Quick-Start-System geben für alle, die eben direkt loslegen wollen, weil das hat einigen doch gefehlt, weil es ist ein Kurs für Fortgeschrittene und da gibt es eben auch sehr viel Wissen. Dann, und das finde ich so super, dass wir das immer anbieten können, Bruno ist ja selbst auch Programmierer und er hat es geschafft, eine App dazu zu bauen. Also es wird jetzt eine App geben, die erstmal auf Desktop dazu läuft. Und die jeder, der jetzt diesen Kurs erwirbt, dann eben auch, jetzt sobald die dann eben online ist, dazu bekommt. Und dann kann man ausprobieren und dann seine Lebensmittel dort eingeben. Und dann also man kann zum Beispiel, wenn man ein Rezept hat oder hat jetzt so 4 Lebensmittel, 5 Lebensmittel da hat man schon eine Idee, was man daraus machen will. Ja. Die kann man dann über diese App eingeben und dann sieht man, gute Kombination oder nicht so gut. Genau. Geht gar nicht. Genau. Super. Das spuckt dann das System aus. Und da sind dann noch einige Features dann in Planung, die eben jetzt noch erarbeitet werden müssen. Aber das kommt halt noch dazu. Und was super ist eben auch, wir machen jeden Monat ein Live-Webinar für alle, die jetzt dort teilnehmen. Und dort ist Bruno eben auch als Ansprechpartner und ich eben auch als Ansprechpartner für Fragen, die eben im Laufe dieser Zeit eben auftauchen, die wir vielleicht noch nicht beantwortet haben. Und da kann sich jeder dann immer wieder mit einklinken und sich eben dort mit uns zusammen dieser Kombinationsregel nochmal widmen. Und das finde ich auch eine ganz tolle Sache. Und was noch am Ende dazu. Es geht bei uns nicht nur ums Geld verdienen, weil es heißt vielleicht, okay, es gibt 299 Euro, das ist eine ganze Menge Geld. Stimmt, es ist eine Menge Geld, aber das Wissen, was man dafür kriegt, ist unbezahlbar. Das kann ich euch jetzt echt mit gutem Gewissen sagen. Der Kurs wird nach dieser Einführungsphase 499 kosten und deswegen ist es jetzt erstmal eine gute Zeit, um eben diesen Kurs noch zu erwerben. Das Wichtigste ist, wir wollen mit diesem Geld, was wir hier einnehmen, das ist eben auch schon im Laufen, wir haben einen Verein gegründet, der heißt Oasen des Lebens und den hat Bruno in Österreich gegründet und wir wollen von dem Geld, also 50% aller Einnahmen, die wir jetzt generieren, die werden wir dem Verein Oasen des Lebens spenden. Und dieser Verein kümmert sich darum, Landflächen zu kaufen, wo wir dann Permakultur anbauen, wo Mitglieder in diesem Verein leben können für eine gewisse Zeit, wo wir Menschenschutzgebiete entwickeln, wo viele Menschen eben leben können, sich erholen können, mit ihren Familien dort eine Zeit lang verbringen können. Und wir wollen damit Landflächen schützen vor Ausbeutung, wir wollen dort Bäume anpflanzen, essbare Gärten anpflanzen, das Ganze, Permakultur natürlich, autarke Häuser, also alles, was mit Bio, mit Jurten auch, der lebt ja auch nur Jurten. Genau, baut ja selber Jurte. Genau, also das wollen wir dort alles umsetzen und dort fließen die Gelder hin und das wollen wir weltweit eben ausbauen, umso länger, umso mehr Leute dort mitmachen, umso mehr Mitglieder wir bekommen. Umso größer kann dieses Netzwerk werden, umso mehr Leute können sich dann eben auch der ganzen Welt eben auch erholen. Und da bin ich richtig stolz auf, dass wir das eben noch mit dazu inszenieren oder initiieren konnten. Und wir stehen jetzt ganz am Anfang und jeder, der jetzt eben damit macht, weiß genau, dass wir mit diesem Geld eben was richtig, richtig Gutes in die Welt bringen. Und wir haben dann alle was davon und das war uns das Allerwichtigste. Das hört sich auf jeden Fall wundervoll an. Lieber Carlos, also ihr seht, wenn ihr dieses Projekt unterstützt, macht ihr nicht nur was für eure Gesundheit, sondern unterstützt auch so ein wundervolles Projekt. So ein wundervolles Umweltprojekt. Gibt es da schon noch andere Informationen? Habt ihr das irgendwo? Es wird bald eine Webseite geben, also das Projekt ist sehr neu. Der Verein ist schon gegründet, die Konten stehen schon, die Mitglieder sind schon da.
Also es ist alles schon in der Vorbereitung, alles schon da. Wir bauen jetzt gerade noch die Webseite dazu und dann wird es innerhalb der nächsten paar Tage wahrscheinlich auch online gehen und dann könnt ihr euch dort informieren, um was es da geht. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall ganz riesig drauf. Genau, vielleicht ist ja die Webseite schon da. Wenn ich das Video veröffentliche, dann werde ich eventuell den Link nach unten hinsetzen. Aber ihr findet auf alle Fälle den Link zu eurem fortgeschrittenen Kurs, zu diesem Videokurs in der Infobox. Ich könnte euch da auf alle Fälle mal... Ihr habt ja auch eine sehr ausführliche Webseite dazu, was den Kunden da alles erwartet, was er da alles dafür bekommt. Dort könnt ihr euch informieren über das Thema. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir ganz viele Menschen damit glücklich machen können und unterstützen können. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Video, dass ich eingeladen wurde. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Also ich finde es immer sehr interessant, die Kombination. Auch dieses immense Wissen von Bruno Weißbrot. Finde ich wirklich fantastisch, dass ihr das so mit ihm zusammen aufbereitet habt. Okay, das war's von uns. Also wir freuen uns auf alle Fälle über Kommentare zu diesem Thema. Welche Erfahrungen habt ihr auch mit Lebensmittelkombinationen? Wie wirkt sich das für euch an, was Carlos hier in diesem Video erzählt hat. Also ich freue mich auf alle Fälle über Austausch, wünsche euch alles Gute, alles Liebe und bis bald. Ciao. Tschüss, macht's gut.